Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 9. Amtseid der Ministerpräsidentin gemäß Artikel 89 der Verfassung des Saarlandes in Verbindung mit § 3 des Ministergesetzes. Nach Artikel 89 der Verfassung in Verbindung mit § 3 des Ministergesetzes leisten die Mitglieder der Landesregierung beim Amtsantritt den Amtseid. Die Mitglieder des Hauses und die Zuhörer bitte ich, sich zur Vereidigung der Frau Ministerpräsidentin von ihren Plätzen zu erheben. Frau Ministerpräsidentin, ich bitte Sie, zu mir heraufzukommen. Ich darf Sie bitten, die linke Hand auf die Verfassung des Saarlandes zu legen, die rechte Hand zu erheben und den Amtseid zu leisten. Ich spreche Ihnen die Eidesformel vor. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, Verfassung und Recht wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Ich darf Sie nun bitten, die Eidesformel zu wiederholen und zu schwören. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, Verfassung und Recht wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Vielen Dank. Frau Ministerpräsidentin, nochmals meine herzliche Gratulation zur Wahl. Und ich darf Sie dann bitten, Kraft Ihres Amtes auf der Regierungsbank Platz zu nehmen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, damit sind wir am Ende unserer heutigen Sitzung. Ich unterbreche die Sitzung und freue mich, Sie morgen um 9 Uhr hier wieder begrüßen zu können. Ich darf Sie alle
auch die Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne, die Vertreterinnen und Vertreter der Medien und die Bediensteten des Hauses und der Fraktionen nunmehr in das große Restaurant zu einem Empfang einladen, bei dem wir dann die Möglichkeit zum besseren gemeinsamen Kennenlernen haben. Vielen Dank.